Drei Faktoren, um wissenschaftlich bewiesen, in nur 12 Wochen 12 Kilogramm Körperfett zu verlieren und die dann auch nicht wieder zuzunehmen. Die erste Frage, wie verbrennt man denn eigentlich wirklich Körperfett? Und da hat ja jeder eine eigene Realität. Der eine denkt, er muss Kohlenhydrate reduzieren, der andere sagt, er muss weniger essen, der andere sagt, er soll gesünder essen, er soll sich mehr bewegen, er soll regelmäßiger essen, am Abend nicht zu viel etc. Es gibt ganz, ganz viele Theorien, wenn es ums Abnehmen geht, aber eine, die niemand abstreiten kann, weil sie einfach auf der Wissenschaft basiert, ist, dass der Körper, je nachdem wie groß und wie schwer wir sind, einen gewissen kalorischen Umsatz hat. Kalorien kannst du gleichsetzen mit Energie. Das heißt, unser Körper kannst du dir vorstellen wie eine Maschine, der bewegt sich etc. Das heißt, er braucht Energie, eine gewisse Menge. Geben wir ihm mehr Energie, als er eigentlich verbraucht, dann nimmt er diese mehr Energie und lagert sie für schlechte Zeiten ein. Geben wir dem Körper weniger Energie, als er eigentlich verbraucht, dann muss er ja irgendwie diese Lücke schließen. Das heißt, er nimmt aus seinen Reserven, die er sich auf die Seite gelegt hat, diese Energie raus und verbrennt die. Das heißt, so nehmen wir Fett ab. Das heißt, der erste wichtige Faktor, der gegeben sein muss, ist, wir brauchen ein Kaloriendefizit. Wenn das nicht gegeben ist, dann kannst du machen, was du willst. Und das ist übrigens auch der Grund, warum so viele Sachen zum Abnehmen eine Zeit lang gut funktionieren. Zum Beispiel, ja, ich esse weniger. Ja, wenn du weniger futterst, futterst du weniger Kalorien, nimmst erstmal ab. Wenn du keine Kohlenhydrate isst, dann fällt alles an Alkohol weg, alles an Süßgebäck, Nachspeisen etc. Das heißt, du nimmst dadurch erstmal ab, weil du Kalorien sparst, nicht weil du keine Kohlenhydrate isst. Bedeutet, fürs Verständnis, um 1 Kilogramm reines Fett am Körper zu verlieren, müssen wir 7000 Kalorien weniger zu uns nehmen, als unser Körper verbraucht. Bedeutet, wenn wir es schaffen würden, pro Tag 1000 Kalorien weniger zuzuführen, wie unser Körper verbraucht, dann würde der Körper 1 Kilo Fett pro Woche verlieren. Wenn wir das 12-mal machen, wären das 12 Kilo Fett auf 12 Wochen. So, jetzt der ganz wichtige Punkt aber an der Stelle. Dieses Kaloriendefizit, das muss auf eine Art und Weise passieren, dass du langfristig dabei bleiben kannst. Denn du kannst auf ganz verschiedene Wege Kalorien sparen, wie ich dir vorher schon mitgegeben habe. Aber meiner Erfahrung nach, in der Zusammenarbeit mit über 650 Selbstständigen und Führungskräften, muss diese Art und Weise, wie du Kalorien sparst, die 4 S bei der Ernährung immer erfüllen. Wenn die nicht gegeben sind, dann wirst du niemals dauerhaft dranbleiben können. Die 4 S, ganz kurz erklärt. Das erste ist, es muss simpel sein. Das heißt, es sollte nicht sowas sein, wo du einen Ernährungsplan hast und man dir sagt, ja, du solltest 100 Gramm von dem konsumieren und 100 Gramm von dem, weil das wirst du nicht dauerhaft machen oder aufwendige Rezepte, wo du lange in der Küche stehst. Das wird nicht passieren dauerhaft. Zweitens, du musst satt sein. So ein FDH frisst die Hälfte, ich esse einfach weniger. Das kannst eine Zeit lang machen, aber irgendwann willst du das nicht mehr machen. Irgendwann vergeht dir die Lust und du hast keinen Spaß mehr dran und du fällst wieder in alte Muster zurück. Dann Nummer 3, das was du isst, das muss dir schmecken. Denn wenn du zum Beispiel Low Carb machst und sagst, du isst dann nur noch Fleisch und Salat, ja, das schmeckt einem eine Zeit lang, aber irgendwann hat man doch mal wieder Bock auf eine Pizza oder auf Nudeln, auf mein Gläschen Wein zum Beispiel am Abend. Das bringt mir auch schon zu S Nummer 4. Und zwar muss deine Ernährung sozialverträglich sein. Das heißt, wenn es für dich nicht möglich ist, ganz normal bei sozialen Events, zum Beispiel Geschäftsessen, normal mitzuessen oder mal mit anzustoßen, mal, wenn die Kinder Geburtstag haben, mit denen vielleicht mal in den McDonald's zu fahren und irgendeinen Quatsch zu essen, wo man weiß, das ist nicht gut zum Abnehmen, dann wird es nicht dauerhaft funktionieren. Das heißt, wichtig zu merken, erstens, wir brauchen ein Kaloriendefizit, weil wenn wir das nicht haben, dann kann der menschliche Körper kein Fett verbrennen. Das geht einfach nicht. Dann ist es im zweiten Faktor wichtig, dass wir das auf eine Art und Weise hinbekommen, wo wir satt sind, mit Essen, was uns schmeckt, was sozialverträglich ist und simpel ist. Kleines Beispiel dazu habe ich hier vorbereitet. Wir haben hier zum Beispiel 2 Dosen Thunfisch. Ist wahrscheinlich den meisten ziemlich egal, esse ich jetzt den Thunfisch oder esse ich diesen. Das ist eigentlich komplett Latte. Der eine ist hier in eigenem Saft und der andere ist in Olivenöl. Wenn du jetzt allerdings weißt, dass der in eigenem Saft nur 100 Kalorien hat und der 400 Kalorien, das heißt, du könntest 4-mal mehr von dem essen, ja, dann wär's dir blöd, wenn du den essen würdest. Anderes Beispiel haben wir hier.
Reis oder Kartoffeln, beides Kohlenhydrate. Gibt viele Leute, die sagen, boah, beides schlecht zum Abnehmen. Ist aber auch Quatsch. Die Kartoffeln zum Beispiel, davon kannst du 2,5-mal so viel essen wie vom Reis, kalorientechnisch. Das heißt, die Kartoffeln zum Beispiel machen dir das Abnehmen um ein Vielfaches leichter, weil wenn dir die gleich schmecken, dich gleich satt machen und du sparst dir dabei aber gleich mal 250 Kalorien, dann ist das super einfach zum Abnehmen. Denn um 250 Kalorien mit Sport zu verbrennen, da müsstest du eine halbe Stunde ins Fitnessstudio gehen. Plus du fährst ja hin, du fährst zurück, du musst duschen, das ist gleich eine Stunde Aufwand in deinem Tag, wo du so mit einem Fingerschnipsen bei der Ernährung sparen kannst. Das sind nur 2 Beispiele von über 86, die wir mittlerweile ausgearbeitet haben, die regelmäßig im Alltag von Leuten vorkommen, die man oft gar nicht auf dem Schirm hat. Man denkt oftmals, man tut sie was Gutes, zum Beispiel mit gesunden Lebensmitteln, wie jetzt einem Pesto oder ein paar Nüssen. Und eigentlich ist es das komplett Verkehrte zum Abnehmen. Weil man es halt nicht besser weiß, macht man aber immer wieder diese Fehler. So können wir halt super einfach abnehmen. Faktor Nummer 3, der gegeben sein muss, dass wir schauen, dass wir unsere Eiweißzufuhr ein bisschen erhöhen. Beispielsweise durch Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte, gewisse Brotsorten, gewisse Hülsenfrüchte. Es gibt Lebensmittel, die haben deutlich mehr Eiweiß und mehr Eiweiß sorgt dafür, dass der Körper, wenn er weniger Kalorien bekommt, nicht sagt, er schaut, dass er Muskulatur abbaut, sondern dass er das Fett wegnimmt. Weil wenn wir dem Körper weniger geben, als er braucht, dann muss er ja irgendwas abbauen. Und dann kann er sich entscheiden, baue ich Fett ab oder baue ich Muskulatur ab. Und Eiweiß kannst du dir vorstellen wie so ein Schutzmantel um die Muskulatur, dass der Körper quasi sagt, hey, das behalten wir. Dann ist die logische Konsequenz, okay, wir verbrennen Fett. Plus weiterer Vorteil von mehr Eiweiß, du bist satter dadurch, es werden mehr Kalorien verbraucht, es ist allgemein eine sehr, sehr gute Sache. Jetzt kurz zusammengefasst dieses Video, wir brauchen ein Kaloriendefizit. Um 1 Kilo die Woche zu verlieren, müssen wir 1000 Kalorien quasi unter unserem Soll essen. Das ist nicht für jeden die perfekte Strategie, je nachdem wie groß und schwer du bist. Für einen Mann zum Beispiel mit so 100 Kilo ist das aber ziemlich machbar. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, wie viel verbrauche ich denn eigentlich? Wie weiß ich, wie viel Kalorien ich esse? Ich will jetzt nicht alles mein Essen abwägen und eintragen, das verstehe ich alles. Wenn du gerne mal eine vereinfachte Strategie haben willst, die auf dich und deinen Alltag angepasst ist, dann tipp mal unterhalb von diesem Video auf den Link, dann kannst du dich bei uns für eine kostenlose Beratung eintragen. Dann wirst du mit mir gemeinsam oder mit einem Experten aus meinem Team deinen Alltag analysieren und wir werden dir eine klare Strategie mitgeben, was bei dir die größten Hebel sind, dass wir direkt vorankommen, dass wir 1 Kilo pro Woche abnehmen und das vor allem auf eine Art und Weise, wo du sagst, hey, cool, die 4S sind gegeben. Das heißt, es fällt mir erstmal leicht, das Abnehmen. Es ist nicht immer Aufwand und Verzicht. Es geht mir leicht von der Hand. Ich bin satt. Ich habe Zeug, was mir schmeckt. Und das Geile ist auch dann, wenn du nicht schon im Kopf hast, boah, ich hoffe, der Scheiß ist irgendwann vorbei, dass du es dann auch halten wirst, das Ganze. Darum, wie gesagt, wenn es dich interessiert, wie es im Detail für dich persönlich aussieht, gib den Ruck, trag dich für eine kostenlose Beratung ein, dann freue ich mich, dir da weiterzuhelfen. Wünsche dir jetzt noch einen super schönen Tag und liebe Grüße. Tschüss, ciao.